Hey, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Thief. Ich habe wieder einen Zugucker, Zuhörer, wie auch immer dabei. Der hört nichts, aber ich höre alles und ihr hört ihn eventuell, deswegen wollte ich vorwarnen. Und ich bin immer noch hier und versuche diesen vier Wachen zu nicht zu entkommen. Sie haben mich noch nicht entdeckt. Sie haben mich noch nicht entdeckt. Aber ich versuche unentdeckt zu bleiben. Oh, ich liebe Fässer. Hallo Fass. Barrels. Nein. Was bist du da oben? Geh weg. Geh weg. Dreh dich rum. Wenn? Sehr schön. Jetzt gehst du auch noch ein Stück. Ja, sehr gut. Und? Whoop. Bam. Holy, war das gut. Sehr schön. So soll das sein. Jetzt muss ich nur aufpassen. Halt, 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 halt. Speichern. Ich werde jetzt wahrscheinlich alle 5 Meter speichern, weil diese der schon wieder. Am liebsten würde ich den ja so... Nein, ich werde es nicht tun. Steck den Bogen wieder weg. Das war ein Scherz. Steck ihn weg. Du machst den Leuten hier noch Angst. Hör auf damit. Danke. Oh, ich bin da. Oh. Guten Abend. Ich habe leider keinen Hut, den ich fast hätte, aber ich habe eine Puze. Südviertel, mein altes Zuhause. Hey. Ja, ich möchte in das Viertel gehen. Und ich weiß, ich bin etwas aufgeregt. Ja, lass mich. Sorge nicht zu einer Ablenkung. Drohungen können sie ja durch einen K.O.-Schlag von oben ausgeschaltet werden. Ja! Das wollte ich sowieso auch mal ausprobieren. Eigentlich ist das ja nicht so meine Art. In Riverside steht eine alte Mühle, in der Aaron mal gewohnt hat. Die sollte ich mir genauer ansehen. Ach so, verstehe. Aaron hat also hier gewohnt. Irgendwo. Tonung auf irgendwo. Mann, super elektrisches. Ich hasse elektrisches Licht. Ich gehe einfach mal hier längs. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Warum Sie nichts sehen, sehen Sie gleich. Und? Zack. Nein, Sie zucken zu. Jetzt habe ich natürlich mein Salz. Verdammt. Sagen wir Omen. Oh. Oh. Uff, uff, uff. Gott, hört sich das ungesund an. Kotz dich aus, mein Freund. Hopp, der geht da hoch. Kannst du auch hier hoch? Da kannst du hoch. Sehr schön. Oh Gott, ist das hell. Weg, 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 weg. Ist da wer? Oh. Ich sehe Blut. Hilfe. Ich will mal... Kann ich nicht... Oh, da ist ein Tresor. Da ist ein Tresor. Mit Sicherheit auch jemand, der auf ihn aufpasst. Verdammt. Nimm das. Dankeschön. Oh. Oh, ich lasse mich viel zu sehr ablenken von sowas. Und ich werde wieder kirre von meinen eigenen Schritten. Gib mir das. Ach, Manno. Ach, Gott. Kleinen Moment, ich mache das anders. Falsche Seite. Speichern. Sieht nicht so aus, als würde hier noch jemand wohnen. Oh, hallo. Schick. Nehme ich. Oh, kann ich nicht das dämliche Licht ausmachen, Mann? Das kann ich immerhin ausmachen. Ich würde für eine Tasse Kaffee töten. Oh, lass das mal lieber. Okay. Ich finde es zwar sehr unbehaglich, hier so im Hellen zu agieren, aber... Das wäre mein Job schon ohne ein bisschen Risiko. Pff.
Ich wünschte, ich käme in jeden Tresor so leicht rein. What? Ach komm schon. Das war doch jetzt ein schlechter Witz, oder? Ist da irgendwas drunter? Kann ich da? Ja. Sehr schön. Da muss ich nicht hin, da komme ich her. Zack. Hä? Ah, okay. Ach Mann, ich kann nicht anders. Wenn hier jetzt einer entgegenkommt, du. Nein, die gehen nicht durch die verschlossenen Türen. Nein. Hier wohnt keiner mehr. Schön, dass man sich das alles einreden kann. Ach, wie akkurat das immer in diesen Kisten drin steht. Ich bin begeistert. Wenn mal meine Wohnung so aufgeräumt wäre. Hui. Versteckst du dich hinter meinem Rücken? Kleiner Wicht. Okay, da hinten muss ich hin. Kann ich da... Oh. Was ist mit den Eintopfküchen passiert? Hoppa. Okay, das wäre, glaube ich, ein bisschen auffällig, wenn ich da jetzt das Feuer löschen würde. Aber... Was willst du mir damit sagen? Ich glaube, darunter zu springen wäre gefährlich. Ja, ach, aber was soll ich sonst machen? Ja, darunter springen. Oh, hallo! Sehr schön. Ich glaube, ich habe auch im Zimmer noch einen glänzenden Gegenstand gesehen. Oh. In dem Zimmer, in dem du vorher warst. Na, warum sagst du denn nichts? Ich meine es, ich könnte mich auch voll irren. Na egal. Die sind zu zweit, das ist irgendwie blöd. Okay, wartet, wenn ich jetzt... Wenn ich nicht aufpasse, erstmal speichere. Ich als Rattenfutter. Und dann... Oh. Ich kann das nicht ertragen. Ja, das ist schon blöd irgendwie, ne? Aber... Da musst du jetzt wohl durch. Hey, was haben die denn da gemacht? Warum hast du das getan? Er kann nicht zahlen, wenn er tot ist. Ganz ruhig. Er hatte das Geld sowieso nicht. Er sollte nur nicht Selbstmord begehen, bevor ich ihm noch ordentlich eine mitgebe. Ich fand das jetzt gerade nicht so nett von euch. Wo bleibt der zweite? Irgendwas ist anders an dir. Moment, ich hab's. Du stinkst nicht nach Schweiß und Pisse. Ich hab's gerade mit Polly Adler gemacht, der duftendsten Dockschwalbe von Skin Market. Ihr Parfüm hängt sicher noch an mir. Glückspilz. Ich stehe schon 2 Monate auf ihrer Warteliste. Bei mir waren es 5 und sie ist es wert. Ein Seemann hat erzählt, dass Polly dieses Parfüm aus dem Ausland... Okay, wie kann ich diesem Gespräch entgehen? Ihr Zimmer in Skin Market riecht wie ein exotischer Dampf. Ach komm schon, ich will das gar nicht wissen. Ist vermutlich das Vermögen wert, das sie zahlt, wenn sowas wie du rein darf. Okay, es gibt definitiv Gespräche, die ich überhaupt nicht lauschen möchte. Es ist überall. Bah! Too much information. Ich könnte schwören, da war je... What? Halt! Hey! Yeah! Scheiße! Yeah! Aua, aua, aua. Kleinen Moment, irgendwie... war das so nicht geplant. Jetzt habe ich natürlich gerade eben den Fehler begangen und hat in dem Moment, in dem er mich entdeckt hat, gespeichert. Glaube ich. Ich glaube auch. Kleinen Moment. Ich probier's mal. Hey! Achso. ich hatte das auch richtig. Ja, passt schon. Okay, er hatte noch nicht gefallen. Oh, so. Ja. Mein Gott. So müde. Hab ich schon. Werden die, werden nicht, ich werde jetzt hier so, da, zack, kotz mir doch nicht so ins Ohr, Mann. Der tut der Rücken weh. Da bin ich gerade hochgegangen, ne? Ich sag dir doch, du bezahlst! Ach, muss ich mir das Gespräch mal angucken, Mann. Warum
Warum hast du das getan? Kann ich nicht hier irgendwo hoch? Muss ich mir das an? Ganz ruhig. Er hatte das Geld sowieso nicht. Er sollte nur nicht Selbstmord begehen, bevor ich ihm noch ordentlich eine mitgebe. Okay, jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass er irgendwann noch zurückkommt. Das haben wir schmerzhaft festgestellt. Ich könnte jetzt theoretisch, wenn er da hinten ist, hier runter. Theoretisch. Würdest du dann bitte... Das ist aber wahr, Manu. Stank hier ist widerlich. Wie, warum, dann kommt der andere wieder und dann... Ich habe Angst. Du ihn doch da in dem Loch versteckst hier? Irgendwas ist anders an dir. Ja, aber ich habe jetzt das Gefühl, dass ich schon zu lange gewartet habe. Du stinkst nicht nach Schweiß und Pisse. Okay, das Gespräch will ich jetzt nicht hören. Ich hab's gerade mit Polly Adler gemacht, der duftendsten Dockschwalbe von Skin Market. Ihr Parfüm hängt sicher noch an mir. Glückspilz. Ich stehe schon 2 Monate auf ihrer Warteliste. Bei mir waren's 5 und sie ist es wert. Ein Seemann hat erzählt, dass Polly dieses Parfüm aus dem Ausland importiert. Kein Wunder. Ihr Zimmer in Skin Market riecht wie ein exotischer Garten. Ist vermutlich das Vermögen wert, das sie zahlt, wenn sowas wie du rein darf. Cooler Part. Ich renne hier die ganze Zeit hin und her. Das ist mir jetzt zu blöd, ich gehe jetzt da runter. So. Jetzt geh keinen Bock mehr auf den Mist hier, ey. Was für ein Popo ist das doch. Oh, scheiße. Schön hell, damit mich auch jeder sieht. Da muss ich aber irgendwo hin, ne? Oh, nicht runterfallen. So, jetzt darfst du. Wuhu. Zack. Du läufst mal wieder weiter, nicht? Ja, ich weiß, aber ich muss ja irgendwie... Muss ich das Fenster, oder? Ich hätte da hochgekonnt. Aufs Dach, über das Seil. Warte. Aber das Seil kann ich da hoch. Ist hier irgendwer, der mich sehen könnte? Ja, der Wachmann da oben. An dem Seil? Wahrscheinlich, ne? Oh, mein Nacken eigentlich hier schmerzt. Unten. Oh, ich bin an den Docks. Nice. Ach, diese scheiß elektrischen Lampen. Kleinen Moment. Dunkel, dunkel, dunkel. Sehr schön. Ich fühle mich nicht besonders. Glaube ich dir aufs Wort. Wo ist das Seil? Da. Hopp. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja, ich hab's gemerkt. Nein, tust du nicht. Sehr schön, danke. Ich kann doch nicht hier hoch. Oder kann ich da längs? Ne, irgendwie hat mir das jetzt nichts gebracht. Kann das sein? Ich schwöre, ich habe jemanden gesehen. Hm? Das hat mir irgendwie nichts gebracht. Was denn? Du kommst da auf jeden Fall wieder hoch. Wo kommst du denn jetzt hier sonst hoch? Hätte ich denn wirklich durch das Fenster gemusst? Ich glaube ja. Ich hätte wenigstens reingeguckt. Aber das, da war es so hell. Ja. Sofort rein, dann Licht ausmachen. Jetzt gehst du wieder da, wo die Wachen sind. Gib mir das. Ja, das ist auf jeden Fall die falsche Richtung. Ja, so. Fenster. Immer noch. Vielleicht schlafe ich heute Nacht. Dafür brauchst du das Seil dann. Musst du über das Seil wieder da. Scheint wohl so. Wollen wir testen, ob er schwimmen kann? Angeblich kann das ja... Oh mein Gott, hast du mich jetzt erschreckt! Oh Gott, tu sowas nie wieder. Ah. Doch nur da. Hey, Moment. Kann ich hier durch? Ja, sieht das so aus. Das, das wäre ja nicht schlecht. Was? Ja, ich weiß, ich kann nicht um die Ecke gucken. Ich lehne mich immer so ein bisschen zur Seite, um mehr sehen zu können. Aber es ist ja ein Bildschirm und das bringt einen Scheißdreck, wenn ich mich zur Seite lehne. Komm. Dankeschön. Du hast das nie gesehen, mein Freund.
Toll. Hier komme ich ja sehr weit. Immerhin kann ich was zu trinken mitgehen lassen. Das ist doch schon mal viel wert. Ah Gott, so viele Bücher. Hinter dir. Was? Glasscheibe. Hinter dir die Glasscheibe. Was ist mit der? Nee, die andere. Kann man die nicht aufmachen? Nein. Nein. Okay. Und hinter der Tür ist da vielleicht was versteckt an Geld oder so? Warte, nein, jetzt geht er raus. Nein, muss ich nicht. Was soll's? Wie komme ich denn jetzt wieder? Ach. Über das Gelände. Aber dann geht er doch direkt da drüber. Ja, auf das Seil. Ach so, da. Ja, genau. Ja, schon gut. Hopp. Nein. Was? Schwein gehabt. Scheiße. Könnte ich hier... Wäre das... Moment mal. Hey. Naja, immerhin. Zu hoch. Scheiße. Blöd, irgendwie. Toll, jetzt habe ich nasse Füße und was hat's mir gebracht? Nichts. Wahrscheinlich die Tatsache, dass meine Schuhe jetzt von ein paar Fischen angeknabbert wurden. Hallo. Na, ja. Da. Geh da hoch. Ey, was machst du denn? Geh da hoch. Und jetzt? Genau. Mir tut der Rücken weh. Ja, mir auch. Hey, geh da hoch. Sei brav. Na, hier komme ich auch nicht weiter. Ach, dieses vermaledeite Licht. Das hat zum Kotzen. Los, hoch. Beeil dich. Das ist natürlich das Problem, dass ich... Nein, du siehst mich nicht. Alles gut. Hopp. Bin ich hier richtig? Ja, ich bin richtig. Hau ab. Ho. Hey, du bist ja richtig gut. Ich sehe da was. Ach, ist das schön, dass einem sowas immer direkt ins Auge springt. Ist der Fuß eingeschlafen? Scheiße. Auf den Straßen der Stadt kümmern Zivilpersonen sich nicht um deine Anwesenheit. Es sei denn, sie fühlen sich bedroht. Ich habe doch gesagt, er soll den Bogen wegpacken. Er hat nicht auf mich gewartet. Awesome. Upp. Muss ich weiter in die Richtung? Oder kann ich auch... Ja, ich probiere es einfach. Bei allen toten Göttern. Tote Götter. Warum Tote? Zack. Oh, hell, Licht. Scheiße, Hilfe. Keiner hier. Gibt's hier einen Lichtschalter oder sowas? Wahrscheinlich nicht. So runtergekommen, wie die Bude aussieht. Hallo? Wow, doch so viel. Hallo, das ist Geschirr. Zerbrochenes Geschirr, ich bin begeistert. Aber ein Füller, der 4 Gold wert ist. Zeig mir. Die neuen Gesetze der Wache und du. Wie für mich gemacht. Gesetze? Was für Gesetze? Existieren für mich nicht. Hier komme ich aber nicht weiter, ne? Verdammt. Ach man, also muss ich irgendwie außenrum. Oh, ist das komplizierte Kacke, Mann! Bis man überhaupt mal bei der dritten Quest ankommt, vergehen ja schon 3 Stunden. Ups, das laggt schon ein bisschen. Wie sieht's denn hier aus? Komme ich hier weiter? Oh, ich habe keine Lust, jetzt in jedes Haus reinzuschlüpfen hier. Jetzt entferne ich mich aber wieder mal weiter von der Quest. Oder? Halt! Moment. Warum mache ich mir eigentlich so schwer? Ja, genau. Ich laufe genau in die falsche Richtung. Ich müsste eigentlich... Wo komme ich denn her? Ich weiß nicht, wo ich herkomme. Zurück. Auf jeden Fall zurück. Ist ja gut, ist ja gut.
Würdest du... Ich nutze die falschen Tasten. Hui. Zack. Oh. Es scheint wahrscheinlich keinen zu interessieren, wenn ich dieses Licht hier mal ausmache. Was ist hier los? Oh, hat doch jemanden interessiert. Aber wen? Das ist hier die Frage. Sie? Was? Och, Melle, ich bitte euch. Nicht wieder anmachen. Geht in euer Haus zurück, da ist es warm. Kommt raus! Ihr macht mir Angst, wer ihr auch seid! Das war nicht meine Intention, meine Liebe. Ich will einfach nur hier durch, ohne gesehen zu werden. Da könnte ich hoch. Das war ganz flugs und zackig. Warum trägt Lady Marigold einen der Schlangenangreife? Hey, nimm. Weiß sie denn nicht, dass er verflucht ist? Viel wichtiger ist, ob sie ihn hatte, bevor ihr Mann ins Totenbuch eingetragen wurde oder danach. Shh, nicht so laut. Wenn sie denkt, wir verfolgen sie, vergiftet sie uns als nächstes. Oha. Ganz Verschwörungstheorien hier. Meine Güte. Oh. Ja, ja, keine Sorge. Immer noch 28. Mein Gott. Ich will doch nur zu diesem dämlichen Versteck. Wieso ist das denn so schwer? Wie hat die es überhaupt jemals geschafft, in ihr Versteck zu kommen, ohne direkt von jedem niedergemeuchelt zu werden? Oh ja, super. Das war jetzt eine klasse Idee. Ich habe das Gefühl, ich bin hier schon dreimal gewesen. Zivilisten interessieren sich nicht für mich, oder wie war das? Sieht gut aus. Ja, sieht sehr gut. Oh, das sieht noch viel besser aus. 1, 2, 1, 2. Das nehme ich mit. Carla ist Mühle. Ah, die Mühle. Hey, ich bin da. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich reinkomme. Ach, da. Yeah. Ups. Und ups. Oh. Okay, ich hoffe, jetzt kommt keine lange Filmsequenz, sonst muss ich doch wieder überziehen. Nimm Monas im Inventar zu dir, dann hat er ja, das wissen wir ja schon. Komm schon! Sprinten ist zwar an sich... Ja! Betritt Varens Verste... Ah, ich dachte, das hätte ich damit schon gemacht. Oh, nochmal 20... Dieses Mädel, das raubt mir echt den letzten Nerv. In Ordnung. Noch einmal speichern und damit beende ich diesen Part auch, weil ich habe gerade wirklich keinen Bock mehr. Ja, kommentieren und bewerten nicht vergessen. Abonnieren vor allem. Guckt unten in die Infobox. Wichtige Links und so. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Part wieder, wenn ich vielleicht endlich hier Versteck... Ihr wisst, was ich sagen will. Mir fehlen gerade nämlich die Worte. Ciao, bis zum nächsten Mal.